So, ihr Lieben, jetzt kommt die große Frage. Was macht man denn jetzt mit seinem Account? Was mache ich denn jetzt? Wie skill ich denn jetzt? Wo haue ich die Skillpunkte rein? In welche Richtung will ich angeln? Muss ich mich auf irgendetwas spezialisieren? Gucken wir mal. Also, schauen wir mal, was wir denn mit diesem Mannequin hier, mit diesem Angler so machen. Ich habe ja in der vergangenen Woche komplett durchgezogen. Jetzt ist wieder ganz normaler Arbeitsalltag nach dem Urlaub wieder. Das heißt, die Videos kommen jetzt, wie auch schon angekündigt, zweimal in der Woche. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt hier auch nochmal weiter, auch mit dem Anfänger-Account. Und die große Frage ist natürlich, wenn man jetzt hier mal so auf O drückt, was machen wir denn mit diesen bisher verdienten Fortschritten, mit den Prozenten in den verschiedenen Angelmethoden? Und wo klatschen wir denn die Points rein? Ich bin jetzt auf dem Weg zu Level 18. Das heißt, ab 18 könnte ich dann schön quasi auf Karpfen auch gehen am Bärensee. Allerdings werde ich bis 18 wahrscheinlich nicht ausreichend Silber zusammengefarmt haben. Und auch mit 20, ja, da könnte es so gerade reichen, vielleicht fürs erste größere Set, fürs erste größere Feeder-Set. Das heißt, das Ziel ist es, bis Level 20, also mein Ziel ist es jetzt für diesen Account, bis Level 20 eine HSV zusammen zu haben. Die liegt bei 2600 ungefähr. Und dann nochmal eine vernünftige Feeder-Route. Da rechne ich auch nochmal ungefähr 1000 Silber für ein. Heißt also, jetzt noch, ich bin es, ja, gerade bei 900 noch was Silber. Ich angel gleich noch einen Hecht, dann habe ich nochmal 100 wieder drauf. hier übrigens Hechtaufträge abgeben. 2 Hechte, 3 Kilo, gleich 100 Silber. Das lohnt sich immer. Was machen wir also? Ich habe, wie gesagt, bisher noch nicht einen Skillpunkt vergeben. Wenn ihr jetzt schon Skillpunkte vergeben habt und ihr euch denkt, oh Scheiße, ich habe bestimmt irgendwas total verkehrt gemacht, abwarten. Ganz wichtig, dieses Zurücksetzen hier oben ist recht heilig. Je länger ihr das hier nicht zurücksetzt und Leute, die vielleicht jetzt schon, ich sag mal, in der ersten Woche des Angelns oder sagen wir mal in den ersten 3-4 Tagen des Angelns das zurückgesetzt haben, fangt am besten neu an. Also die paar Tage, weil es ist so viel wert, ne? Ihr könnt alles halt zurücksetzen, komplett. Wenn ihr später was zurücksetzen wollt, müsst ihr rein cachen. Okay, da klicke ich jetzt mal oben nicht drauf. Dann kommt ihr in so ein Pop-up-Fenster. Aber ihr müsst halt Gold kaufen. Und dann könnt ihr für 5 Gold eine Angelmethode oder eine Variante, wo ihr Skillpunkte drin habt, zurücksetzen. Und hier wird eben alles direkt zurückgesetzt. Das heißt, grundsätzlich würde ich sagen, eine der entspanntesten Methoden, und wenn ihr komplett Anfänger auch seid in dem Game und erstmal locker hier reingehen wollt, ist das Sinnigste das Grundfischen. Wenn ihr da schon ein bisschen fortgeschrittener seid, dann geht es eher in Richtung Spinfischen vielleicht, darüber halt oder da die Punkte reinzusetzen und sich da so ein bisschen mehr drauf zu fokussieren und ganz abgehoben oder auch schon auch sehr schwierig, und es gibt immer wieder auch Leute, die sich jetzt Accounts machen, einfach vielleicht nur fürs Stippen, damit man einen extra Account hat, der dann quasi nur sich aufs Stippen spezialisiert. Da gibt es ja auch so Ranglisten fürs Stippen. Also dann würde ich sagen, geht man hier ins Posenangeln. Das ist halt noch so
so das i-Tüpfelchen. Wenn man ganz normal jetzt irgendwie auf Grundangeln zum Beispiel geht, wenn man das Game erstmal kennenlernen will, ist das hier wirklich sinnvoll. Und dann kann man immer noch sagen, so ab Level 25 bis 30 oder sowas, dann sagt man einfach, ach komm, jetzt ist mir langsam ein bisschen langweilig hier immer nur auf Grund. Ich gehe jetzt nochmal auf Pose oder ich haue jetzt nochmal ein paar Punkte auf Spinning rein. Mit dem Hauptaccount bin ich auf über Level 40 jetzt, 40, irgendwas. Und man bekommt ja immer auch immer mehr Skillpoints. Das heißt, ab 20 kriegt man dann 2 Skillpunkte und ab 30 kriegt man dann 3 Skillpunkte und ab 40 4 Skillpunkte. Und das heißt also, ihr kriegt immer mehr Skillpunkte. Aber trotz allem sind es ja auch viele Skillpunkte, die man halt irgendwo reinkloppen kann. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel anfangs hier beim Grundangeln sagt, die Handhabung der Stationärrolle, da kann man 1, 2, 3, 4, 5, 5 Mal die Stationärrolle verbessern oder die Handhabung mit der Stationärrolle, was sich auch gleichzeitig dann aber auch auf die Stationärrolle hier beim Spinning und Stationärrolle hier beim Posenfischen auswirkt. Also die zählt für alle dann gleich. Ist ja auch die gleiche Rolle. Das kann man grundsätzlich machen. Habe ich mit dem Hauptaccount relativ spät erst gemacht, weil das, was halt als erstes oder was halt hier verbessert wird, das sieht man hier an der Seite, die Wurfgenauigkeit und die Weite, wie weit man quasi dann mit der, wenn man eine Route benutzt, wo eine Stationärrolle dran ist, wie weit kann man dann damit auswerfen. Das heißt, hier wird es dann bis zu 25% weiter. Fand ich anfangs nicht wirklich interessant, weil gerade jetzt, wenn ihr überlegt, zum Beispiel am Windenbach oder sowas, ihr steht da, werft 3,50 Meter aus, gefühlt. Also man wirft so vielleicht 10 Meter aus, man macht so vielleicht maximal, lädt das Auswerfen so halb auf und dann wirft man eh ungefähr in eine Richtung. Bei den paar Metern ist es nicht so wirklich entscheidend. Und ob das jetzt links neben der Seerose ist oder rechts neben der Seerose, ist eigentlich auch schittigall. Anfangs vielleicht nicht ganz so entscheidend. Da ist es vielleicht doch sinnvoller, die ersten Punkte hier in die einfache Grundmontage reinzutun. Das ist, ja, bringt anfangs schon deutlich mehr. Auch eine Angelmethode, die man später auch immer noch wieder verwenden kann. Hier sind es dann auch nur 3 Punkte. Und das Schöne halt bei der einfachen Grundmontage ist, dass man hier mit der höheren Technik einfach eine höhere Chance hat, Trophäen oder halt also diese selteneren Fische zu fangen. Und das zählt jetzt quasi durch die ganzen Montagearten. Das heißt, ob das hier die Grundmontage ist oder hier die H-Montage, mit der man dann Boilies verwenden kann oder. Dann die Pop-Up-Rig zum Beispiel. Also das sind so diese verschiedenen Montagearten, wo man dann irgendwann Points reinmacht und die man dann halt, wo man dann wirklich die Möglichkeit auf größere Fische quasi mit freischaltet. Oder die Wahrscheinlichkeit. Ja, wie gesagt, das Wichtigste, entscheiden muss man sich irgendwann, in welche Richtung man geht. Ich habe mich mit dem Account tatsächlich immer noch nicht wirklich entschieden, jetzt auch bis Level 18. Ich habe es immer noch herausgezögert. Jetzt, wenn wir hier beim Spinning sind zum Beispiel, ich überlege, vielleicht in die Spinnroute zu gehen. Wobei da auch das ist halt dann, ja, es ist Fischkontrolle. Fischkontrolle ist schon praktisch. Es macht das Einkurbeln des Fisches leichter. Man hat ihn halt besser im Griff. Der haut halt nicht so exzessiv ab. Auch hier dann Wurf, Reichweite und Genauigkeit. Was ich im Moment merke mit der Medium Light Route am Belaya, ich war anfangs tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich noch nicht mal mit sehr gutem Wurfgewicht und gutem Köder die Reichweite bis zu diesem Stein da am Belaya, der da mittendrin ist, schaffe, sondern nur so knapp davor. Da war ich schon echt ein bisschen überrascht, war aber dann auch im Nachhinein klar, weil Stationärrolle noch nicht geskillt und die Spinnroute auch noch nicht geskillt. Das heißt, das sind halt nochmal zwei Komponenten, die dann wirklich ein paar Meter einfach wieder wegklauen.
Und auch das merkt man gerade beim Spinning. Man kurbelt weniger lange im Wasser ein. Der Köder ist weniger lange im Wasser. Man hat schon eine etwas geringere Chance, was rauszuziehen. Also das habe ich schon gemerkt, wenn ich dann doch mal auf einem großen Account war, das ausprobiert habe, mit dem gleichen Köder an der gleichen Stelle geskillt, habe ich schon gemerkt, dass ich da mehr rausziehe. Gehen wir nochmal kurz auf die Posen. Genau, auch hier, wenn ihr Bock habt auf dieses Leitangeln oder auf das feine Angeln mit der Stippe, natürlich kommen hier dann die ganzen Points ins Stippen rein. Wurfgenauigkeit und Fischkontrolle ist hier direkt drin. Das ist richtig gut. Das ist auch super wichtig. Gerade fürs Stippen braucht man wirklich auch viel Fischkontrolle. Gucken wir mal hier. Ja, das sind dann wieder diese verschiedenen Montagearten. Bollo und so weiter. Dann bis hin zur Matchroute. Später macht die Matchroute auch nochmal richtig Sinn, wenn man mal auf dicke, fette Karpfen oder so angeln will. Richtig schöne Montage. Spirulino. Das Angeln mit dem Spirulino haben wir ja hier beim Spinning auch. Werde ich nicht nochmal skillen. Habe ich auch auf dem Hauptaccount nochmal wieder geskillt, um es auszuprobieren. Gerade an der Tunguska, um da ein bisschen nochmal weiter rauszukommen. Bin ich absolut kein Fan von. Also die Punkte, und es sind ja dann einige, also die Punkte, die kann man sich auf jeden Fall dann sparen. Jerkbait später im Late Game beim Spinning, absolut empfehlenswert. Das macht richtig Sinn, wenn man da auf die dicken Hechte oder sowas geht. Wobei Jerkbait im Moment fürs Hechtangeln auch nicht mehr so ganz top läuft. Ja, und dann ist man halt beim Spinning später hier im Bereich von Texas Rig oder Carolina Rig. Das ist schon vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Oder man geht tatsächlich nochmal auf Wacky-Rig mit diesen kleinen Wacky-Würmern. Baitcast ist eine Geschichte, das muss man vielleicht auch eher fürs Late-Game sich überlegen. Hier genauso wie die Casting-Route. Da würde ich anfangs keine Punkte reinmachen, weil ihr einfach, wenn ihr auf Baitcast geht oder auf die Casting-Route geht, ihr müsst euch eine komplett neue Rolle erstmal wieder kaufen, ein komplett neues Setup. Es ist einfach wieder ein weiteres Investment. Wenn ihr jetzt auf Spinning-Route zum Beispiel skillt, könnt ihr einfach von der Feeder-Route die Rolle abnehmen, klatscht die auf die Spinning-Route und dann spart ihr euch einfach mal ein paar tausend paar tausend Silber Spinning- oder Casting-Route, Rolle, weil ihr halt die Rolle schon habt. Also da eben auch gucken, das kann man halt eher fürs Late-Game machen. Wenn ihr auf Spinning geht, dann würde ich sagen, gehen vielleicht die ersten Punkte in die Spinner vielleicht rein. Handhabung der Spinner. Spinning werdet ihr am Anfang sehr viel machen. In die Handhabung der Blinker könnt ihr das reinmachen, müsst ihr aber nicht zwingend. Und vielleicht auch in die Handhabung der Wobbler. Da vielleicht auch noch ein paar Punkte reinmachen. Aber auch das, ihr seht ja, das ist ja dann erst ab 35% frei. Bis dahin ist da vielleicht sogar, habt ihr vielleicht sogar noch ein paar mehr Punkte. Also man kann beim Spinning, ja, ein paar Punkte vielleicht in die Route, in den Spinner und dann später nochmal in den Wobbler. Das sind so die wichtigsten. Blinker, kann man machen, ist aber häufig oder bei vielen Fischen gibt es da auch andere Möglichkeiten. Also man muss nicht zwingend einen Blinker irgendwie mit skillen. Auf dem Hauptaccount habe ich es irgendwann auch gemacht, weil ich hauptsächlich Spinning mache auf dem Hauptaccount. Von daher war das da einfach mit bei. Oder habe ich es einfach mit reingenommen, einfach um eine höhere Chance auch da haben zu haben auf irgendwelche Trophäen. Und später dann vielleicht erst, wenn ihr so Level 15, 16 plus seid, könnt ihr mal eben durchrechnen. 4, 5, 6, das sind hier 7 Punkte in der Spinning-Route. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Punkte wären das jetzt hier. Ja, 16 Punkte hätte ich jetzt. Das heißt, ich könnte hier nochmal 3 Punkte in die Stationärrolle machen. Also die Punkte hier halten, hier auch schon mal welche für aufheben,
weil ihr wisst, okay, das dauert nicht mehr lange, dann komme ich da hin. Und danach ist auch erstmal wieder frei sozusagen. Ne? Also danach, ne, Handhabung des Kickback-Rigs. Dann geht es hier los, die Baitcast-Rollen, die Multirollen und was nicht alles, Dropshot-Montage. Das sind alles so Sachen, das ist dann irgendwie nur noch so ein bisschen hier Feinschliff und dann spezialisiert man sich noch ein bisschen. Aber das ist erstmal Basic hier oben. Und dann reicht es auch erstmal. Und dann kann man sich später im Bereich von 20 plus irgendwann hier auf Texas Rig und Co. konzentrieren oder dann nochmal auf Jerkbait. Beim Grundangeln ist es so, auch da, wenn ihr dann natürlich hier Vollgas gebt und ihr habt hier schon die ersten Points drin in der einfachen Grundmontage. Handhabung der Feeder kann man natürlich gut machen, wenn man allerdings recht viel angelt. Und ich bin jetzt auch schon bei knapp 40% und einfach nur durchs Angeln am Windenbach auf Kleinkram. Das größte, ich glaube, das größte, was ich rausgezogen habe, war irgendwie 3, 4, 5 Kilo. Viel größer habe ich auf Grund noch gar nicht geangelt. Ihr könnt euch auch diese Points sparen direkt und spart sofort, und das ist ja auch nicht so ewig hin, 60%. Bei 40 bin ich jetzt hier schon. Also 60% macht wahrscheinlich noch am meisten Sinn, direkt auf die Karpfenroute zu sparen. Winkelpicker würde ich aussparen, würde ich mir aufheben. Winkelpickerrouten sind auch da wieder sehr speziell für kleine Fische. Das ist wieder was, wo man dann richtig schön im Late Game drauf gehen kann, um sich da wirklich nochmal edel Winkelpicker zu holen und dann versuchen, da auch nur noch Trophies zu jagen mit und sowas. Aber das ist halt Late Game. Für die Basics auch hier, wie gesagt, einfache Grundmontage, das wären 3 Punkte. Stationärrolle kann man dann natürlich direkt machen. Dann kann man hier schon anfangen mit der klassischen Haarmontage, kann man Punkte reinmachen. Dann geht es hier weiter bis zur Karpfenroute. Da würde ich dann vielleicht die ersten Punkte reinmachen und dann auch in das Pop-Up-Rig. Würde ich jetzt nochmal auf Grund umskillen oder auf dem Hauptaccount meine Spirulino-Points wegnehmen, kämen die auf jeden Fall hier ins Pop-Up-Rig mit rein. Pop-Up-Rig läuft zurzeit am Bernsteinsee auch immer wieder gut, aber auch am Bärensee. Also durchaus eine Montageart, die Mainstream ist sozusagen, die einfach gut funktioniert. Viele nehmen auch gerne die Schlaufenmontage. Ich habe es beim letzten Mal probiert mit der Inline-Montage. Ich stelle keinen Riesenunterschied fest. Nichtsdestotrotz würde ich, wenn ich nochmal zurückskille mit dem Hauptaccount, auch wieder auf die Schlaufenmontage gehen. Es ist einfach auch die Top-Montage, wenn man mal nicht irgendwie jetzt mit Boilies angeln will. Also Schlaufmontage gehen wir nochmal grob durch. Die wichtigsten hier wirklich beim Grundangeln. Einfache Grundmontage als Basismontage für den Anfang, um einfach auch ein bisschen mehr oder eine höhere Chance zu haben auf Trophies. Wenn man da die ersten 3 Punkte drin hat, dann hier ruhig schon mal ein paar Punkte vielleicht auch nochmal in die Stationärrolle machen. Vielleicht noch nicht alles, lieber nochmal ein paar Punkte aufheben. Dann ruhig auf die klassische Haarmontage gehen, dass man schon mal ein paar Boilies verwenden kann. Und dann wieder ein bisschen sparen, sparen, sparen. Sparen ist nicht so schlecht, denn auf einmal kommt dann hier die Karpfenroute, dann hat man hier wieder 7 Points, die man ausgibt. Direkt hinterher hat man dann vielleicht noch Pop-Up und direkt hinterher nochmal die Schlaufe. Auf einmal gibt man sie quasi wieder aus, diese Points. Und dann ist man halt, ja, da muss man halt warten, bis man wieder ein Level-Up hat, um dann wieder nochmal 2 neue Punkte zu kriegen im 20er-Bereich oder so. Das ist halt dann ärgerlich. Da muss man halt die ganze Zeit warten. Also beim Grundangeln lieber noch ein bisschen mehr sparen. Auch da nicht zu viel ausgeben anfangs. Gucken wir nochmal eben beim Posenangeln rein. Ich glaube, da gibt es eigentlich nicht so wirklich viel zu sagen. Wenn ihr volles Matt auf Pose geht, würde ich auch da, Handhabung Stationärrolle ist drin. Ich glaube, ich würde auch die Stippe mitnehmen.
Weil irgendwann, wenn ihr Posenfreak seid, ihr werdet eh aufs Stippen gehen und werdet eh mit irgendwie in die Rekorde reingehen oder sowas. Das lohnt sich. Handhabung der Bolo-Montage, das macht richtig Sinn. Bevor ihr jetzt hier ganz viele Points in die Bolognese-Route steckt, würde ich, glaube ich, lieber in die Bolo-Montage gehen. Diese 7 Points, die wird man später eh wahrscheinlich nicht mehr verwenden. Also eher mal eine Mittelklasse-Route kaufen im Bolo-Bereich, auch wenn ihr schwerpunktsmäßig auf Pose unterwegs seid. Da dann lieber ein bisschen länger drillen, wenn ihr die Route nicht geskillt habt, aber dafür Trophäen fangen oder die Chance auf Trophäen haben. Also eher hier die Skillpunkte reinmachen und dann auf Punkte sparen sozusagen für die Match. Handhabung der Matchroute, das ist ein richtig geiles Ding. Und dann hinterher die Matchmontage, auch das macht richtig Sinn, das ist richtig geil. Was dann natürlich auch nochmal wichtig ist, weiter zu skillen oder was dann das nächste Ziel ist, ist hier die Köderkombination. Da muss man natürlich schon hart durchziehen bis 80 und dann kann man hier schön 2 Köder auf einem Haken quasi drauf machen. Auch das ist absolut lohnenswert. Da sieht man immer mal wieder irgendwelche Rekorde auch, dass man dann zum Beispiel einen fetten Tauwurm drauf hat und einen Käse oder sowas. Also diese Kombi, die ist dann auch nochmal lohnenswert, aber auch das ist natürlich wieder Late Game. Ja, das sind so die Basics fürs Posenangeln. Wie gesagt, ihr müsst euch irgendwann einfach entscheiden, wo gehe ich hin, was ist der Schwerpunkt, wo habe ich Bock drauf. Wenn ihr easy anfangen wollt, noch einmal Grundfischen damit anfangen und dann sucht ihr euch einfach eins von den beiden hier noch aus, Pose oder Spinning. Und wenn ihr zwischendurch dann noch denkt, okay, ich habe ja irgendwie Punkte übrig, ist das nicht so schlimm, denn auch hier in der Köderbeschaffung kann man mal Punkte reinmachen, zum Beispiel in die Würmer. Wenn ihr dann hier die Würmer frei habt, sind dann eben auch die anderen Würmer dann damit freigeschaltet. Oder ihr macht dann nochmal in der Angelfutterzubereitung hier nochmal Punkte rein, damit die Qualität der Futter oder des Futters sozusagen, was ihr hier dann herstellt, 10 von 10 Punkte hat. Also sagen wir mal 9 oder 10 von 10, das kommt dann da raus, wenn das voll geskillt ist. Also die Points auch immer noch ein bisschen berücksichtigen. Und ich glaube, die anderen Sachen muss man, gerade hier Kunstköder, ich weiß es nicht. Wenn ihr ganz abgehoben seid, ich glaube, also Kunstköderzubereitung, Herstellung, ich glaube, das kann man tatsächlich ins übelste Late Game Level 40 plus verlegen. Es sei denn, ihr seid komplett konzentriert, kann man auch machen, ein Account, nur Spinning und nur selbst hergestellte Köder. Es gibt Menschen, die angeln nur mit selbst hergestellten Ködern. So viel dazu. Viel schnöde Theorie. Viel, wo man auch sagen kann, ich sehe das komplett anders, weil letzten Endes ist es der eigene Geschmack. Aber ich sag mal so, die Basics und das, was so in den letzten Jahren sich immer wieder bewährt hat, ich glaube, die Basics, die habe ich jetzt alle besprochen. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben oder in den Livestream kommen, montags, mittwochs, freitags auf Twitch. Und ansonsten zieht raus die Brocken, hegt dieses Zurücksetzen, hegt es und pflegt es. Und wenn ihr irgendwann denkt mit 30, so jetzt habe ich aber, jetzt weiß ich erstmal, wie der Lachs lübt, jetzt mache ich das mal ganz anders, dann könnt ihr einmal alles zurücksetzen, verteilt noch einmal richtig und schön und dann macht es auch wieder richtig Bock. Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.